Dankeschön. Vor 80 Jahren löste der Überfall auf Polen von Deutschland den Zweiten Weltkrieg aus. Er hat Tod und Zerstörung gebracht. Aber nicht nur das, er hat uns ins Atomzeitalter geführt. Und ich stehe hier, weil ich Atomwaffen zu gefährlich für die Menschheit halte. Wir müssen sie von dieser Erde wieder restlos beseitigen. Wir haben gesehen, was die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki bewirkt haben. Innerhalb von Sekunden waren 100.000 getötet, Städte ausgelöscht. Das ist heute kaum noch ein Thema. Wir fürchten uns stattdessen vor dem Klimakollaps. Das ist richtig so. Aber apokalyptische Szenarien können noch viel, viel schneller eintreten, ehe wir es uns versehen. Wir sehen ja, wie irrational die Machthaber reagieren und dass die Geschichte sich immer völlig anders entwickelt, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Die atomare Zerstörung kann viel schneller kommen als jeder Klimakollaps. Vor 40 Jahren haben wir in Bonn im Hofgarten den Rasen zertrampelt. Da waren 500 bis 1000 Mal so viele Leute da wie jetzt hier. Ich freue mich trotzdem, hier so viele Leute zu sehen. Wir haben immer noch 14.000 Nuklearsprengköpfe auf der Erde. Jeder kann eine Zerstörung mindestens so wie in Hiroshima und Nagasaki bewirken. 20 davon sind allein in Deutschland stationiert. Das ist ein Anachronismus. Warum haben wir Atomsprengköpfe hier auf deutschem Boden und in Europa? Wollen wir uns vielleicht gegen die Schweiz und Belgien verteidigen? Oder auch gegen Russland oder den Iran? Auch die haben keinerlei Interesse, uns zu zerstören. Sie wollen stattdessen Geschäfte mit uns machen. Wir brauchen diese Atomwaffen nicht. Wir brauchen stattdessen eine kernwaffenfreie Zone Europa. Es gibt ja schon kernwaffenfreie Zonen. Zum Beispiel fast ganz Afrika ist eine kernwaffenfreie Zone. Südamerika. Und im 2+4-Vertrag steht auch, dass in dem ehemaligen Gebiet der DDR keine Atomwaffen stationiert werden dürfen. Warum nur dort nicht? Warum einfach überall nicht? Es ist außerdem vor 2 Jahren ein neuer internationaler Vertrag ausgehandelt worden, der sogenannte Atomwaffenverbotsvertrag, nicht zu verwechseln mit dem Atomwaffensperrvertrag. Der Atomwaffensperrvertrag erlaubt immer noch Nuklearrüstung für einige, nur nicht für alle. Aber der Atomwaffensperrverbotsvertrag verbietet jegliche Produktion, jeden Test, den Erwerb, den Transport, die Einstationierung und den Einsatz von Atomwaffen. 122 Staaten haben ihn unterzeichnet und viele schon ratifiziert. Nur nicht die kernwaffenbesitzenden Staaten und nicht die NATO-Staaten, einschließlich unserer Bundesregierung. Die Rechtfertigung dafür ist eigentlich nicht zu verstehen. Die eiern herum, um zu begründen, warum dieser Vertrag nicht unterzeichnet werden könnte. Ich bin seit Jahrzehnten Friedensforscherin und mache Politikberatung. Und diese Begründung verstehe ich nicht. Der Grund ist, die NATO hat immer noch Atomwaffen stationiert bei uns. Warum? Warum wird das nicht abgeschafft? Aus diplomatischen Rücksichten. Wegen der sogenannten nuklearen Teilhabe. Was ist das denn? Es ist, sieht vor, dass wir mitbestimmen dürfen, wie eine Atomwaffen eingesetzt werden. Und es ist eigentlich ein Statussymbol. Aber wir brauchen das nicht. Es gibt auch Staaten, die nicht beteiligt sind an der nuklearen Teilhabe. Und die Abschreckung wird auch als Begründung herangeführt. Wie schon gesagt, wen wollen wir denn abschrecken? Die Abschreckung ist ein Relikt des Kalten Krieges. Die wirkt überhaupt nicht mehr. Und der INF-Vertrag, der 1987 abgeschlossen wurde, in dem Jahr, als ich meine berufliche Laufbahn als Friedensforscherin angefangen hatte, ist wieder gekündigt worden. Jetzt am Ende meiner beruflichen Tätigkeit
Kurz vor der Rente stehe ich wieder am Anfang und es geht wieder von vorne los. Auch der Vertrag mit dem Iran, der mühselig ausgehandelt wurde und der eigentlich vorsieht, dass der Iran auf Atomwaffen verzichtet und stattdessen Handelsbeziehungen aufnimmt, ist wieder kaputt. Das ist eigentlich eine Katastrophe, denn die Iraner haben sich daran gehalten. Also man kann von der Demokratie im Iran halten, was man will. Dieser Vertrag war ein Segen. Ich habe in meiner langen Tätigkeit viel Politikberatung gemacht. Ich habe mit Beamten, Politikern und Diplomaten zu tun gehabt und habe da auch viele vernünftige Leute kennengelernt. Aber alle diese Leute waren viel zu machtlos. Es waren nicht in der Lage, ihre durchaus vernünftigen Vorstellungen durchzusetzen. Ich habe mehrere demokratische Parteien beraten. Unter anderem, weil ich jetzt hier vor der SPD stehe, möchte ich ganz namentlich nennen die Frau Uta Zapf, die lange Vorsitzende vom Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle war. Mit der habe ich jahrelang gearbeitet und ich habe den allergrößten Respekt, wie sie sich mit Herzblut und Verstand und Kompetenz da reingehängt hat. Aber sie konnte sich auch nicht durchsetzen. Die SPD war lange genug an der Regierung und auch in der Opposition. Aber sie hat es nicht geschafft, aus ihren eigenen Reihen vernünftige Stimmen durchzusetzen. Wir haben immer noch nukleare Teilhabe. Wir haben immer noch Stationierungen. Wir haben immer noch veraltete Strategien. Und das liegt auch an den Wählern. Denn Abrüstung und Frieden ist leider heutzutage überhaupt kein bisschen wahlentscheidend. Hier stehen vielleicht ein 500stel so viele Leute wie damals im Bonner Hofgarten. Wenn sich das nicht ändert, wird man nicht viel durchsetzen. Erst wenn alle auf die Straßen gehen, dann werden auch die Regierenden aufwachen und merken, wieder auf das Volk zu hören. Es muss also diese Bewegung stärker werden. Wenn die Menschheit überleben soll, müssen wir die Atomwaffen abschaffen. Danke, Herr Schaffer.